das Geräusch. Hören Sie es. Doch sie, eine Form aus ekler Brut, schleicht sich in den Mimenknäuel. Ein kriechendes Untier, rot wie Blut. Und deshalb finde ich mich für wahnsinnig. Wahnsinnig wissen nicht, was sie tun. Aber sie sollten mich gesehen haben. Sie sollten gesehen haben, in welcher Klugheit, in welcher Überlegung und Wahrheit, in welcher Verstellung ich zu Werke ging. Dumpf und hohl wie aus dem Grabe, als ob seine ganze Seele in dem einen Worte wäre. Beim ersten Anblick überkam mich ein unerträglich trübes Gefühl. Ich sage unerträglich, denn dieses Gefühl ließ sich mit keiner der poetischen und erleichternden Empfindungen vertreiben, mit denen man sonst selbst die schaurigsten Bilder aufnehmen kann. Rings auf Erden in diesem Schlosse keines glich, herrschte dort mit reichem Trosse der Gedanke königlich. Wir überfahren, faltenschlagend, floss die Sonnengoldin Wind. Ach, es waren alte Tage, die nun längst vergangen sind. Ergreift ihn und reißt ihn die Maske um.